Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Minecraft, in dem ich nicht mehr nach Melonsamen suchen muss. Nein, muss ich nicht mehr, weil ich schon welche gefunden habe. Und zwar endlich welche gefunden. Das muss ich unbedingt dazu sagen. Das war so eine Scheiße, die zu finden. Und jetzt habe ich endlich welche. Und ich sehe gerade, es wird dunkel, wie immer, wenn wir anfangen zu zocken. Ah, ja. Ja, Kühe sind auch letztes Mal rausgelaufen. Das hier ist doch Night gleich, oder nicht? Ja, dann komm. Leck mir am Arsch. Oh, ich sehe gerade, ich brauche Rüstung. Was denn überhaupt? Schuhe. Oh, eigentlich alles. Dann bauen wir uns die mal. Ich meine, wir haben ja fast kein Eisen mehr. Also, das war jetzt ironisch gemeint, ne? Können wir uns hier noch das bauen, die Hose und was fehlt? Ah, der Helm. Genau. So, jetzt habe ich wenigstens alles mal wieder. Dann kann ich hier die Schuhe anziehen. Das warte jetzt. Jetzt ist aber dunkel. Das heißt, jetzt kann ich aber schlafen gehen. 1, 2, 3, Polizei. So. Aha, die Spinne wollte da meine Kuh attackieren. Aber na na na, so geht das aber nicht, du Drecksau. So, jetzt habe ich erstmal eine andere Idee. Und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Das tue ich raus. Das ebenfalls, die behalte ich. Und die, das kommt auch gleich raus. Puh, Steaks nehme ich jetzt. Boah, wie viele nehme ich da mit? Gute Frage. Ja, komm, 8 reichen. Ein Schwert. Das zweite zur Sicherheit auch mal. So. Melon Seeds kommen raus. Nee, halt, das war da drin. Das kommt raus. Das kommt raus. Das Brot. Fleisch. Scheiße, so muss das dann. Die Rüstung, naja, die lasse ich erstmal an, so wie die ist. Das kommt da rein, das Gravel, ja, komm mal das da rein. Gravel kommt da rein. Ein bisschen Ordnung muss hier sein. Warum ist hier Stein drin, ist jetzt auch egal. So, Fackeln, warum habe ich keine Fackeln? Komisch. Aber ist auch egal, dann nehmen wir noch so einen halbwegs guten Bogen mit. Das können wir auch da lassen. Die Sticks können wir da lassen. So, das Schwert können wir auch da lassen. Die Erde. Ah, ein Stack Cobblestone nehme ich doch noch mit. Der passt. So, und dann gehen wir nämlich in die Hölle. Hölle, Hölle. Und suchen wir nochmal ein bisschen nach Dingsbums hier. Also Glowstone werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mitnehmen. Jetzt habe ich keine Spitzhacke mitgenommen. Scheiße, die geht doch bestimmt voll schnell am Arsch. Ja, komm, gehen wir noch schnell mal hoch. Bevor wir hier noch so fällen oder so irgendwie. Nein, boah, scheiße, falscher Ausgang. Ja. Wir gehen in die Hölle. Suchen mal wieder die Nether-Festung. Weiß nicht, ob ich die diesmal finde. Und ich werde jedenfalls versuchen. Axt können wir auch mitnehmen. Die können wir gleich auch mitnehmen zum Verbrauchen. Die Wooden Axe kann man eigentlich auch gleich hier verschwenden. 1, 2, 3. So, jetzt habe ich keine Sticks, war ja klar. 1, 2. Zack, zack. Zack, zack, zack. Fertig. Also in der Nether-Festung, auf jeden Fall, falls wir die finden, die Dinger da. Die Warzen, was ich allerdings bezweifle mit diesen, wie heißt die Teile da? Wo Feuer schießen und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Jo, jetzt ist die Frage, welche Richtung? Da oben war ich schon mal, das sieht man gleich. Würde ich sagen, gehen wir da mal auch wieder, obwohl, was will ich da?
Oben, wenn ich da schon mal war. Gut, einen anderen Weg habe ich jetzt eh nicht. Gehen wir mal hoch einfach. Wo sind eigentlich. Habe ich keine Markierungen gesetzt? Fackeln habe ich auch wenig. Scheiße. Ich scheiß drauf jetzt. Einen Kompass hätte ich mitnehmen sollen. Beziehungsweise eigentlich, falls ich wirklich nicht mehr zurückfinde. Ah, oh, Pfeile aber. Falls ich wirklich nicht mehr zurückfinden sollte, sterbe ich einfach und fertig. Jetzt spawne ich bei meinem Bett und das war's. So. Boah, das war aber knapp gerade. Aber sowas von. So, da oben ist Glowstone. Das baue ich jetzt aber ganz sicher nicht ab, da oben. Gehen wir mal in die Richtung, würde ich sagen. Oder auch nicht. Es fließt zum Glück nicht weiter. So. Was haben wir da hinten? Da ist auch nochmal Glowstone, aber überla. Warum ist das hier abgebaut? Oh no. Wo ist die? Oder der oder es? Keine Ahnung. Scheiße. Gut, Steine stehen. Das heißt, ich werde. So, die Richtung. Also die zwei Fackeln heißen dahin. Und jetzt merke ich mir schnell. Moment. Muss ich kurz aufschreiben. X 109. Y brauche ich nicht. Und Z 1,46. Brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Jo. Also das 0,46 meine ich damit. Das sind so unsere Ausgangskoordinaten. Wenn wir uns tatsächlich verirren, denke ich, dass ich von hier schon zurückfinde dahin. Wenigstens habe ich dann das aufgeschrieben, zur Sicherheit. Na los, steig den Berg da hoch. Wow. Jetzt versteckt er sich wieder. Stadienfestung? Nö. Find's so scheiße, dass man das immer so lang. Dass man das immer so lang suchen muss. Wo soll ich da jetzt überhaupt anfangen? Ja, genau. Ach. Oh lol, den treffe ich jetzt nicht so schnell. Soll ich da einfach durchrennen oder komme ich erst zur Sicherheit mal raus? Weil Pfeile habe ich auch nicht so viele. Ach komm, dann renne ich durch jetzt hier. Bam, bam, bam. Da unter die Dings drunter. Bam, bam, bam. So, hier müsste ich erstmal in Sicherheit sein. Da unten nix. Oh, jetzt leckt's hier wieder. Muss sich die Welt aufbauen oder was? Da wäre doch voll die gute Position für die Festung. Warum machen die da keine hin? Was ist da hinten? Auch nichts Gescheites, oder? Ja, voll geil, hier ist Lavasee. Oder besser gesagt, Lavameer. Das ist da oben auch nur die Decke. Ach ja. Lol. Ach, die kriegen gar keinen Feuerschaden, gell, soweit ich weiß. Dann lohnt sich's auch nicht da zu warten, bis der verreckt. So, den Glowstone holen wir da uns oben. Ja, genau. Noch näher geht nicht, oder? Bäm, hast du gesehen? Voll zurückgeschleudert. Wo ist denn die jetzt? Dumme Kuh.
Warum treffe ich die nicht? Das gibt's doch gar nicht. Bin ich behindert oder was? LOL. Also langsam ist das bissle. Jetzt. In your face. Scheißteil. Wo war jetzt das Ghost? Da oben. Ah, da knall ich doch wieder runter, ey. Oder? Ja, hab ich doch gesagt. So, zack, alles meins. Zack, zack. Also, die Zäune, wo ich vorhin angesprochen habe, die will ich dazu benutzen, um eigentlich meinen kompletten, ja, was heißt Haus, eigentlich mein komplettes Gebiet abzuzäunen, dass da keine Creeper mehr und so reinkommen und diesen Bereich dann einfach hier auszuleuchten. Weil ich, diese Creeper, die gehen mir so auf den Sack, das glaubt ihr gar nicht. Jedes Mal am Anfang passiert irgendwas. Und ich find's immer noch verwunderlich, dass ich hier nicht direkt am Anfang in der Hölle gestorben bin oder so. Weil am Anfang ist immer irgendwas. Ja. 64 passt. So, das nehmen wir natürlich auch noch mit hier. Wo kann ich so weit laufen? So. Wie komme ich da jetzt runter? Ganz einfach springen. So, da liegt noch etwas. Da unten. Jetzt habe ich, glaube ich, 2 Stacks. Jawohl. So. Ja, wo sind wir jetzt hergekommen? Von da, glaub ich, ne? Gehen wir mal einfach da hoch. Miau, 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 miau. Nicht runterfallen. Nicht anfassen. So, was haben wir da oben? Ist das Sand? Gravel? Was ist denn das? Gravel. Ich hasse diese beschissene Festungs... Ja, das war natürlich sehr klug. Wie kriegt man das aus? Geht es von alleine? Oh oh. Oh Gott sei Dank, ey. Oh, wo ist die Festung? Gehen wir mal da hoch. Oh, ich weiß nicht wohin genau. Da ist auch nix. Wohin genau? Nehmen wir mal ein bisschen so Sandblöcke hier mit. Für was weiß ich auch nicht, aber einfach mitnehmen. Im Texture Pack sieht es aus wie so Kekse oder so ein Scheiß. So, wie geht es ja hier ruckzuck und so. Ja, das brauchen wir hier alles. Der macht mich voll langsam, der Sand. So, jetzt bin ich wieder schneller. So langsam muss hier doch eine Festung irgendwo in der Nähe sein und so. Weil sonst weiß ich auch nicht weiter. Da ist voll viel Sand, aber keine Festung weit und breit. Was ist da oben? Deutet Sand nicht auf eine Festung hin? Boah, hier ist voll gefährlich. Hier komme ich nicht runter. Shit. Ich fühle mich gerade wie so, wie bei Arbeiten auf so einem Hochhaus oder sowas. Alter Schwede.